Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fitness mit positiven Gedanken. Richte dich gleich mal auf, heb dein Brustbein, denn wenn wir aufrecht stehen, gehen oder sitzen, dann sind wir gleich besser gelaunt. Merkst du schon? Und dann vielleicht noch ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Und wenn du nicht ganz so Lust hast, dich zu bewegen, dann starte mit ganz wenig, mit einer kleinen Einheit und dann kannst du ja noch überlegen, ob du nicht noch weitermachst oder einfach überlegen, auf was du jetzt noch Lust hättest. Wir werden nämlich auch unser Workout so gestalten, dass du vielleicht mit der Mobilisation jetzt einsteigst. Wenn du da noch Lust hast, kannst du entweder die Ausdauer mit mir weitermachen oder zur Kräftigung wechseln oder einfach noch das Stretching dranhängen. Also, vielleicht machst du auch alles mit. Schau mal, wie es dir geht. Und wie du gelaunt bist. Und ich würde sagen, wir starten, oder? Und vielleicht überlegst du dir noch, wie gut es dir doch nach dem Training immer geht. Ich hoffe zumindest, du fühlst dich dann so richtig wohl in deiner Haut. Und das motiviert doch auch, wenn wir wissen, was sich verändert durch Bewegung. Vielleicht seid ihr auch zu zweit. Das motiviert auch, wenn man noch jemanden mitnimmt, einlädt, sich mitzubewegen. Und auf jeden Fall beginnen wir mit einer Mobilisation unserer Fußgelenke. Ein Bein zurückstellen, vorne Knie beugen, stütz dich ruhig ein und jetzt schieb deine Ferse nach hinten unten. Beweg ganz bewusst dein Fußgelenk. Wichtig, dass es beweglich ist für den Alltag, für die Knie. Dann nochmal wechseln, andere Seite. Großer Ausfallschritt. Hinten strecken das Bein, vorne beugen. Sehr gut, dann kommst du wieder zurück, lockerst ein bisschen aus, schließ deine Füße, stützt dich auf die Oberschenkel und kreise mit deinen Knien. Kleine Kreise. Richtungswechsel. Mach immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Du kannst auch jederzeit Pausen einlegen. Alles ist richtig. Dann kommst du wieder zurück, richtest dich auf und jetzt hebe ein Bein und nimm das Knie nach außen. Andere Seite. Nochmal die Hüfte bewegen. Also nichts denken, wenn irgendwas nicht ganz so klappt. Es ist immer dein Weg und du machst es nur für dich. Mach größer die Bewegung. Eine Grätsche. Und dann bleibst du in der Grätsche, streckst die Knie, kreist mit deinem Becken. Richtungswechsel, andere Richtung. Und wieder zur Mitte kommen. Lösen, Kniebeugen, Schultern mal nach hinten, locker zurückkreisen. Wir sind immer noch beim Mobilisieren, das heißt immer lockere Bewegungen ausführen. Nimm die Arme größer, weiter nach oben. Und jetzt zeichne mit beiden Händen eine liegende 8 vor dir. Also lade auch deine Brustwirbelsäule schon etwas ein in die Bewegung. Ganz locker hin und her. Versuch dein Becken ruhig zu halten. Dann nimmst du deine Knie mit. Also einmal nach rechts, einmal nach links. Größer werden. Neben deinen Körper bewegen. Bauchnabel ist sanft nach innen gezogen. Perfekt.
Und jetzt lässt du die Arme ganz locker um den Körper pendeln und du hebst eine Ferse an und schlenkerst rum um den Körper, vielleicht noch größer werden. Dein Atem fließt, das ist auch wichtig, nie die Luft anhalten. Immer ganz entspannt weiteratmen. Wenn wir uns bewegen, werden auch Glückshormone ausgeschieden und man fühlt sich dann definitiv noch besser. Und dann schwingen die Arme von rechts nach links, nochmal höher, locker lassen, ganz schwer fallen. Werde etwas enger mit deinen Füßen, pendel dich in der Mitte ein und lass die Arme locker, schließ deine Finger und bewege noch deine Handgelenke. Die sind nämlich auch wichtig und während du das machst, kannst du auch gleich deine Füße abrollen, von der Fußspitze auf die Ferse. Richtig schön durchbewegen die Handgelenke. Weiter die Füße, löst die Arme und jetzt kreist du mit den Unterarmen, das heißt die Ellbogen bewegen. Richtungswechsel. Weiter abrollen, locker lassen. Ausschütteln. Ein bisschen größer werden. Die Arme mitnehmen. Und wirklich bewusst den Fußrist nach vorne schieben. Dann werden die Arme noch größer und du schiebst dich in Richtung Decke, reckeln. Strecken und vielleicht machst du die Bewegung jetzt nochmal in verschiedenste Richtungen. Vielleicht irgendeine Richtung noch erfinden, wo du dich noch nicht hinbewegt hast. Dann mach das ruhig. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast dich genug durchbewegt, dann kannst du gerne auch hier schon aufhören. Und das als kleines, kurzes Workout für zwischendurch sehen. Locker dich ruhig nochmal aus. Und wenn du Lust hast, dann machst du jetzt noch mit. Wir bleiben in Bewegung auf jeden Fall jetzt. Wir machen jetzt einen kleinen Ausdauerteil. Und zwar werden wir immer 2 Minuten auf dem Mittelfuß laufen. Du kannst natürlich auch noch kleiner bleiben. Mach so, wie es geht. Was wolltest du? Seilspringen? So bewegen wir uns auf dem Mittelfuß, mit oder ohne Schuhe, wie es dir angenehm ist. Und dann werden wir mal 1 Minute irgendeinen Schritt machen, in einem halben Tempo dann. Und dann wieder 2 Minuten, das Ganze in 8 Durchgängen. Bist du bereit? Bist du ein bisschen durchgelockert, wenn du noch Lust hast? Dann machen wir jetzt weiter. Ich mache uns den Takt an. Zuerst mal den Piepser. Du kannst schon loslegen mit so einem kleinen, schnellen Joggen. Der Piepser geht los und 2 Minuten machen wir jetzt unser sogenanntes Mittelfußlaufen. Okay. Sehr schön. Atmen, aufrichten, vielleicht lächeln. Und du kannst auch gern im Zimmer umherlaufen. Muss also nicht am Platz bleiben. Nur daran denken, dass du dann in 2 Minuten wieder bei mir bist. Arme gehen mit.
sind 180 Schläge pro Minute, was wir hier laufen. Eine Minute haben wir schon. Klappt. Gut. Und wenn nicht, dann ist es nicht so schlimm. Dann probierst du es und wirst sehen, beim nächsten Mal klappt schon besser. Das ist ja das Training. Es muss nicht alles klappen. Arme gehen neben dem Körper richtig zurück. So, Endspurt von den ersten 2 Minuten. Gleich geschafft. Genau, und jetzt machst du einfach mal einen langsamen Schritt rechts und links. Rück die Arme im Großen, in der großen Bewegung mitnehmen. Tap, ran, tap, ran, tap. Halbe Minute noch. Da müssen wir uns so ein bisschen umstellen, wenn wir von diesem schnellen Laufen zur halben Zeit kommen und auch in die andere Richtung. Gleich kommen wieder unsere 2 Minuten. Okay, 2 Minuten, Mittelfuß, Arme mitnehmen, aufrichten, Bauch spannen, wäre auch noch wichtig. Nase ein, Mund aus. Ein bisschen haben wir noch. Muss sich ja auch lohnen. Wir wollen ja viele Schritte machen, unser Herz-Kreislauf-System trainieren, Fett verbrennen, Energie verbrauchen. Atmen. Letzten. Nicht mal mehr eine halbe Minute. 20 Sekunden. Bereit? Okay, langsam. Wir tippen mit der Ferse nach vorne. Schau mal, rechte Ferse, linke Ferse. Auch hier die Arme vor, zurück. Wenn wir so im Takt arbeiten, dann trainieren wir auch Areale im Gehirn, die wichtig sind fürs Bewegungslernen. Auch wichtig zu wissen, warum wir was tun, oder? Das motiviert natürlich auch. Und jede Bewegung im Alltag ist rhythmisch ausgeführt. Einfach jugendlicher, effizienter, gelenkschonender. Deshalb ist Rhythmus wichtig. Letzten Sekunden. Dann kommt schon wieder unser
Mittelfußlauf, ja, genau. Okay, 2 Minuten. Mittelfuß. Alles gut? Und du kannst ruhig durchs Zimmer gehen, laufen. Leise natürlich laufen. Also wenn du willst, ein bisschen hin und her. So, 1 Minute. Kommt schon unsere dritte Bewegung dann. Von 8. Also ein bisschen was haben wir schon vor. Und wenn es ist, dann lockerst du einfach zwischendurch so richtig aus, steigst dann wieder mit ein. In den Lauf. Sekunden. Okay, halbes Tempo, komisch, oder? Rechtes Knie, linkes Knie. Im Wechsel und wenn du magst, nimmst du gleich die Hände dazu. Kreuzen, kreuzen. Schon komisch jetzt, oder? Wir waren jetzt das Schnelle so gewohnt. Und dann darfst du mal den Ellbogen Richtung Knie nehmen. Die Minute ist gleich schon wieder um. Und Mittelfußlauf. Sehr gut. Alles noch gut? Wenn du am Platz bleiben möchtest, dann kannst du auch hier so ein Stück nach rechts gehen, so ein Stück nach links gehen oder auch ein Stück mal nach vorne. Nur nicht stolpern und wieder ein Stück zurück. Immer aufpassen. Eine Minute haben wir schon. Und vielleicht kannst du auch daran denken, den Blick im Horizont zu halten, nach vorne. Den Schultergürtel locker lassen. Halbe Minute noch. Komm, komm. Gleich geschafft. Kommt schon unsere nächste Bewegung. Das kriegen wir schon hin.
Okay, halbes Tempo und zwar bouncen wir jetzt. Bounce, bounce. Arme, Knie Richtung Fußspitzen. Wenn du willst, Arme höher, höher. Schultern entspannen lassen. Bist du bereit? Und gleich geht es wieder los, genau. Mittelfußlauf. Neben den Körper wieder die Ellbogen. Stell dir ruhig vor, du läufst unter Bäumen, bei Sonnenaufgang. Oder einem Meer entlang. Oder einem See. Wo auch immer du laufen möchtest, oder in den Bergen. Wenn du aus dem Fenster siehst, vielleicht kannst du aus dem Fenster schauen und irgendwo etwas Grünes erhaschen mit deinem Blick. Grün ist immer wunderbar für unsere Augen, entspannt die Augen. So, wir haben schon über eine Minute, nur noch eine Dreiviertel. Immer wieder dran denken, wenn du merkst, oh, wird mir jetzt zu viel, dann einfach mal zwischendurch Pause einlegen und irgendwann dann wieder einsteigen. Nur nicht ganz stehen bleiben vielleicht, so ein bisschen in Bewegung bleiben. So, die letzten. Gleich kommt die nächste Bewegung. Bist du bereit? Halbes Tempo und jetzt kickst du. Kick, 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 kick. Und dann haben wir nur noch drei Bewegungen. Okay, ich würde sagen, wir starten Mittelfußlauf. So, noch drei Bewegungen. Über die Hälfte haben wir schon. Wieder nochmal aufrichten, Blick in die Ferne.
schaue mal darüber auf die Uhr. 45 Sekunden noch. Und wenn du zwischendurch mal was trinken möchtest, natürlich kannst du auch auf Pause drücken. Geht ja auch jederzeit. Dann gönne dir deine eigene Pause und trink einen Schluck. Auf jeden Fall vorher und nachher viel trinken. Letzten 15 Sekunden. Jetzt wird schon warm. Okay, lockern und dann tippst du einmal rechts, einmal links. Rechts, links, gerne auch hier Arme mit Schwingen. Einfach zur Seite. Tap, tap, tap. Kannst auch, wenn du außen bist, die Arme nach vorne schwingen. Schau mal, was für dich angenehmer ist. Und dann kommt unser vorletztes Mittelfußlaufen, genau. Bereit? Los geht's. Versuche immer so ein bisschen länger auszuatmen. Eine Minute. Man läuft sich ein, oder? Wie geht's dir? Man gewöhnt sich dann auch dran. Nicht? Doch. Letzten 15 Sekunden. Okay, nächster Schritt. Einfach nur hin und her, rechts, links, Knie nach außen, Fußspitzen nach außen, hin, her verlagern. Und dann kommt gleich unser letztes Laufen. Rücken noch größer. Kannst du immer selbst bestimmen, wie groß die Bewegungen bei dir sein sollen. Okay. So, jetzt gib noch mal alles. Ich
sehe schon die Zielfahne. Wirklich noch mal ganz bewusst in die Aufrichtung. Und wo läufst du gerade in Gedanken? Interessiert mich. Schreib's rück nach in die Kommentare. Am See oder in den Bergen. Vielleicht auch durch eine Stadt. Scheint die Sonne oder vielleicht schneit es oder es regnet. Unsere letzte Minute. Komm, komm. Letzten 15 Sekunden. Endspurt. Auf, auf. Unsere letzte Minute. Tippe mit dem Fuß nach vorne, Rücken mit dem ganzen Fuß, rechts, links. Lass locker. Den Puls ein bisschen nach unten. Und jetzt kannst du dann dranhängen, was du möchtest. Okay, locker gehen. Bleib bitte in Bewegung, geh weiter. Wenn du möchtest, dann machst du jetzt noch mit mir weiter. Dann geht es jetzt weiter mit Kräftigung, genau, bleib in Bewegung. Oder du drehst weiter und gehst zum Stretching über. Oder du hörst ganz auf. Aber ein Stretching würde sich schon noch lohnen. So, bleib, wenn du noch bei mir bleibst, so ein bisschen in Bewegung. Gut. Ruhig deine Knie etwas höher ziehen. Spannung in der Mitte. Und dann atme zuerst tief ein, nimm beide Arme nach oben. Und nochmal so richtig aus. Tief ein und aus. Nochmal. Ein. Halte dann oben, bleib einen Moment, zieh dich lang, rechts und links. Streck dich, lass deine Arme hier außen, Schultern tief, roll die Füße ab und versuch jetzt mit den Armen ganz kleine Kreise nach vorne zu machen. Wir kräftigen die Schultern, Bauch fest. Aufrichten, immer noch. Und wenn du das Gefühl hast, du verspannst dich, mach Pause. Lass rück locker. Dann Kreis nach hinten. Kleine. Wirklich ganz fest anspannen. Immer noch.
fest, 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 fest. Geh einfach am Platz, halte, schiebe nach außen. Einfach wegdrücken. Kraftvoll. Während du so gehst, gehst du ein bisschen auf die linke Seite deiner Matte. Wir benötigen jetzt etwas Platz nach rechts. Wie geht's den Schultern? Gut. Noch drei. Noch zwei. Lösen. Lockern. Ganz locker. Und wenn's die Muskeln, wenn du sie spürst, dann weißt du, dass du trainierst. Also ist nicht schlimm. Dürfen auch brennen. Jetzt mach einen Schritt nach rechts und links. Hin, her. Im halben Tempo langsam. Hin, her. Hin, her. Hin, her. Genau, neuer Takt. Wenn du seitlich bist, schau mal. Darfst du schon mit deinem Po tiefer gehen. Mach weiter so. Ich zeig's dir mal so ein bisschen seitlich. Das heißt, du gehst vielleicht sogar in die Waagrechte. Rücken gerade halten. Kraftbeine. Dann bleibst du hier, halten, wechseln, hoch, drei, zwei und hoch, drei, zwei, eins, hoch. Alles gut. Ja, ich spüre auch meine Beine und den Po. Normal. Ups. Und es darf auch wackeln. Wenn du wackelst, dann trainierst du dein Gleichgewicht, deine tiefen Muskeln. Geh noch, wenn du willst, noch vier, vier, drei, zwei, letztes Mal und marschieren. Super, ganz locker, leichte Grätsche. Bleib hier in der Grätsche, nimm deine Hände hinter den Kopf, Spannung im Bauch, Ellbogen ein Stück nach vorne, Schultern tief und jetzt gehst du nach links und rechts. Links, rechts. Oberkörper bewegt sich. Schräge Bauchmuskeln, die du jetzt trainierst. Nochmal hin. Bleib auf einer Seite. Drei, zwei, einen Mitte. Drei, ziehen. Nochmal. Drei, zwei, eins. Wirklich seitlich die Bauchmuskeln wahrnehmen. Immer mal hineinspüren,
wo du die Übungen spürst. Gute Körperwahrnehmung ist auch immer wichtig für Körper und Geist. So, die letzten. Zweimal noch. Letztes Mal. Halten in der Mitte. Oh. Aufstützen. Rücken rund. Rücken gerade. Nochmal rund. Wieder gerade. Während du das machst, nimmst du die Füße in die hüftbreite Position und kommst an den Rand deiner Matte. Rund. Und gerade. Wirbelsäule mobilisieren. Wenn dein Rücken gerade ist, bleibst du da. Kommst mit beiden Händen nach vorne. Setz die Knie ab und jetzt schieb dein Gesäß wirklich nach hinten. Die Hände darfst du außerhalb deiner Matte, wenn sie so schmal ist wie meine, halten. Und jetzt schiebst du dich ganz sanft Richtung Ferse. Wenn du spürst, das geht mit den Knien nicht, dann bleibst du weiter oben. Alles immer so machen, wie es für dich passt. Dann kommst du nach vorne, gehst mit dem Brustbein in der Höhe deiner Hände. Tief, drückst dich hoch. Wichtig ist, dass der Po nicht hier ist, auch nicht oben. Wirklich so eine Linie ungefähr mit deinem Oberkörper. Also rück, rück und dann gehst du tief und hoch. Muss auch nicht im Takt sein. Doch einmal tief. Brustmuskeln, Trizeps. Ruhig langsamer, wie der Takt der Musik. Zurück. Was du auch machen dürftest, ist, dass du deine Knie streckst und dann tief und hoch gehst. Natürlich. Schaffen wir noch ein paar. Endspurt. Letzten. Drei noch. Zwei nur noch. Letztes Mal. Hochdrücken und hinsetzen. Super. Jetzt bleiben wir auf der Seite. Dein Ellbogen unter die Schulter. Ich mache nur so ein bisschen leiser. Und deine Unterschenkel nimmst du nach hinten. Eine Linie Oberkörper, Oberschenkel. Hier gefühlt in deine Richtung ziehen mit dem Unterarm. Drück dich hoch mit dem Becken. Spannung in der Körpermitte. Spür deine Taille. Spür deine Stützkraft. Du kannst hier einfach halten, wenn es nicht mehr geht, Pause. Oder langes Bein und das Bein heben und senken. Schau mal, dass dein Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule bleibt, dein Becken oben. Außenseite Oberschenkel, Po, auch unten halten wir uns. Alles noch gut? Schaffen wir noch acht? Natürlich, die letzten acht. Sonst kannst du unauffällig mal dein Po absetzen. Sieht niemand. Ist auch okay. Vier, drei, zwei und
Geschafft, lösen. Super. Auslockern. Andere Seite. Gleich rum. Unterschenkel zurück. Eine Linie. Oberkörper, Oberschenkel. Gefühlt den Arm in deine Richtung ziehen. Erstmal hier halten. Kopf in Verlängerung. Bist du bereit? Du könntest nur halten. Nur in Anführungszeichen. Ist jetzt schon schwer. Und los geht's. Also ich spüre schon, auch hier von der ersten Seite, merkt man schon, aber wir haben nur noch 2x8. 7, 6, 5, 4. Und wie gesagt, wenn es nicht mehr geht, ganz unauffällig. 8 noch, 7. Wie viel? 4 noch, genau. 3, 2 und super. Puh. Einmal hinsetzen, kurz entspannen, sich da auch rund werden lassen vorne. Hängen lassen. Dann nimmst du gleich dein rechtes Knie und rollst dich in die Rückenlage. Knapp unterhalb vom Knie fassen. Nah ranziehen. Den anderen Fuß in den Boden schieben. Bereit? Und jetzt gehst du hoch und tief. Lass das Knie angezogen. Spür Po, Rückseite Oberschenkel, unterer Rücken. Ist gar nicht viel Bewegung, nur so ein bisschen. Zweiten 8. Dritten 8. Noch letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ablegen. Letzte Seite lockern, ranziehen, knapp unterhalb vom Knie, Fuß in den Boden. Po anspannen, bereit und los geht's. Viermal 8 hatten wir. Richtig fest in den Boden drücken. Zweiten. So, kommt die dritte 8. Und die allerletzte 8 ab jetzt. 8, 7, 6, 5, 4. Und lösen, absetzen, auslockern, Beine ausschütteln, Hände hinter den Kopf, Ellbogen Stück nach vorne, Nacken ist entspannt, heb deinen Kopf und tippe jetzt einmal mit der linken Hand rechten Oberschenkel oder rechtes Knie, am besten von oben aufs Knie. Schräge Bauchmuskulatur. Ausatmen, aus. Immer noch.
geht noch? Vier noch, genau so, vier. Halte Platz zwischen Kinn und Brustbein, mindestens so eine Faust. Drei oben kleine, drei, zwei und wechseln. Drei und wechseln. Drei, zwei und wechseln. Nochmal. Letzten vier noch. Wie viel? Drei, genau. Letzten zwei. Und einmal. Und entspann dich. Leg dich ab. Lockere nochmal alles aus. Wenn du möchtest, streck dich, räkel dich jetzt in der Rückenlage. Bleib da liegen. Und wenn du willst, bleib ruhig liegen. Dann war es das jetzt für dich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall noch, ein Stretching mitzumachen, wenn du möchtest. Also gerne noch bleiben und noch den Stretching-Teil anfügen. Dann darfst du nämlich einfach liegen bleiben und dich mal so richtig ausstrecken. Einfach mal alles von dir wegstrecken. Geschafft! Vielleicht kommst du auch gerade vom Mobilisieren oder vom Ausdauerteil. Dann stell deine Füße mindestens so breit wie die Matte auf und lass deine Knie nach rechts und links kippen. Einfach locker hin, her. Mobilisiere deine Hüftgelenke. Komm ganz langsam, ganz auf eine Seite. Stütz dich hoch. Komm ein zweiter auf deine Knie, dich aufstehen. Nimm ein Bein nach vorne. Hinteres Bein strecken. Und jetzt versuch mal, dein Knie abzuheben. Vorne ist die Ferse unterhalb deines Knies. Spür die Dehnung und du kannst hier ganz sanft wippen. Hüftbeuge, Oberschenkel. Halte, komm tief mit dem Knie. Komm auf die Außenkante deines Fußes und jetzt mit der Hand, wenn links vorne ist, mit linken Hand das Knie nach außen schieben, die Hüfte aufmachen und dein Becken ganz weit nach vorne drücken. Und ganz langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Bein zurückstellen, Seite wechseln. Bein nach vorne, strecken, Knie strecken und ganz sanft mit dem Knie Richtung Boden federn. Schau nochmal, dass die Ferse unterhalb des Knies ist. Ferse nach hinten raus. Ganz langsam wieder lösen, absetzen, auf die Außenkante deines Fußes und mit der Hand dein Knie nach außen drücken, Becken nach vorne schieben. Wieder zurückkommen. Einmal beide Füße nach hinten. Jetzt streck die Beine so weit, wie du kannst. Lass die Fingerspitzen am Boden. Beug und streck rechts und links deine Knie im Wechsel.
Nimm dein Becken leicht in die Bewegung mit. Ganze Rückseite gedehnt. Dann beugst du beide Knie, stützt dich auf die Oberschenkel, rollst dich ganz langsam auf. Fleißig. Locker? Geht's gut? Denk jetzt an die Aufrichtung. Ein Bein kreuzen. Du kannst dich auch festhalten. Und jetzt den Po nach hinten setzen. Spür die Dehnung im Gesäß. Komm hoch, das Bein hinten kreuzen und ganz weit zur Seite ziehen. Die ganze Seite spüren, die Taille, seitlichen Bauchmuskeln. Dann langsam wieder lösen. Einatmen, lang strecken, anderes Bein jetzt hochholen. Kreuzen, Po nach hinten setzen, ganz weit, spür die Dehnung im Gesäß. Und wenn es ist, dann hältst du dich einfach irgendwo fest. Wieder lösen, das Bein nach hinten kreuzen und auf die andere Seite ziehen, die ganze Seite spüren. Mit jedem Ausatmen vielleicht ein Stück weiter ziehen. Dann wieder lösen, Hände hinten fassen, Brustbein öffnen. Arme so ein Stück nach oben, Brustmuskeln dehnen. Da sind wir oft verkürzt, wenn wir so in unserer Alltagshaltung sind. Immer mal wieder vorne aufdehnen, Knie gebeugt. Nochmal locker kreisen. Die rechte Schulter zieht tief, den Kopf nach links. Und jetzt kannst du ausprobieren, möchtest du den Arm weiter ausdrehen, weiter eindrehen, weiter abheben. Wo fühlt es sich gut an? Da bleibst du, lass hier locker und zieh die Schulter hoch und wieder tief. Nach vorne rollen, den Kopf zur Gegenseite, Ohr Richtung Schulter, tief ziehen und jetzt wieder ausprobieren. Mehr ein- oder mehr ausdrehen. Wo ist es für dich besonders angenehm, wenn man das so sagen kann? Vielleicht auch weiter hoch. Und dann nimmst du deine Schulter nach oben und unten. Halte unten, lass den Kopf nach vorne hängen, ganz schwer. Der Kopf hat 5 Kilo, der darf auch mal ganz entspannt hängen. Ausatmend aufrichten, wichtig ist, dass du immer wieder die Aufrichtung suchst. Atme ein, atme aus und nochmal ein, nochmal aus, noch einmal strecken. Recken. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Fleißig. Öffne die Arme und entspanne dich. Einen Moment ein bisschen in dich hineinspüren. Wie fühlst du dich jetzt? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Bei wie vielen Teilen? Ist ganz egal.
so wie du Lust hast. Und freue mich natürlich, wenn du bei vielen nächsten Workouts auch wieder dabei bist. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich alle meine Videos geordnet nach Themen. Du kannst sie auch nach Zeit, also nach Laufzeit ordnen bei YouTube, oder du schaust in die Playlist kurze Workouts oder Morgengymnastiken oder 40 bis 60 Minuten Workouts. Vielleicht suchst du dir auch Themen heraus wie Bauch, Beine, Po oder Stretching, Resilienz, Atmung, was auch immer. Wenn du magst, kannst du auch in die Suchzeile von YouTube einfach eingeben, was du suchst. Dann kommst du auch zu Videos, die dir gefallen könnten. Lade noch Freunde ein, Freundinnen ein, sich mitzubewegen. Es ist schön, wenn sich ganz viele Menschen bewegen und Spaß an der Bewegung haben. Und natürlich freue ich mich über einen Kommentar, einen netten, über einen gefällt mir, wenn es dir gefallen hat. Wenn du Lust hast, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Natürlich vielen Dank. Den Link findest du unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Da kannst du mich mit was es dir wert ist unterstützen. Vielleicht 2,50 Euro im Monat, 5 Euro, 10 Euro, 20, also was du willst. Kannst du auch jederzeit verändern. Danke. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.